Hi, bei mir geht es heute um das Vadimax 85mm T1.5 VDSLR Objektiv. Eine Sache kann ich schon mal vorwegnehmen, ich muss dieses Objektiv leider zurückschicken. Warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, für was man 85mm Objektive braucht, habe ich euch in meinem Objektive-Video erklärt. Das sind also so klassische Porträtbrennweiten, das heißt für Menschenfotografie und so weiter sind diese Objektive perfekt geeignet. Ich habe mir das Objektiv hier zugelegt für Events hauptsächlich, weil ich da ja immer ganz gerne ein bisschen unauffälliger bleiben möchte. Und mit so einem 85mm Objektiv kann man immer ein bisschen aus der Ferne filmen und wird nicht direkt erkannt. Das funktioniert auch ganz gut, aber leider nicht immer. Kommen wir erstmal zur Verarbeitung und auf den ersten Blick ist das ganz genauso wie alle anderen Valimax Objektive auch. Sehr gut verarbeitet, angenehm schwer, fühlt sich einfach gut und wertig in der Hand an. Allerdings ist bei diesem Objektiv leider irgendwie ein Staubkorn oder sowas im Fokusring gewesen, das war von Anfang an so. Und deshalb klingt der extrem ungesund. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier hört. Aber der kratzt einfach extrem und läuft nicht weich. Ich vermute einfach mal, dass es ein Produktionsfehler ist, beziehungsweise ein Qualitätssicherungsfehler und dass nicht jedes 85mm Objektiv von Valimax so klingt. Ich habe das Objektiv seit 2 Wochen, habe das auf einem 3-tägigen Dreh mitgehabt, habe das im Urlaub mitgehabt und habe auch sonst relativ viel damit gemacht. Das heißt, ich denke, ich kann auch relativ gut was zur optischen Qualität sagen. Es ist nicht ganz so scharf wie das 50mm Objektiv von Valimax, was mich ja extrem umgehauen hat. Und auch die chromatischen Aberrationen sind nicht ganz so gut im Griff wie jetzt bei dem 50mm Objektiv. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das Objektiv hier 100 Euro weniger kostet oder 150 Euro weniger kostet als das 50mm Objektiv. Von daher ist es für den Preis von ungefähr 350 Euro extrem gut, also ein sehr gutes Schärfeniveau, hat mir sehr gut gefallen, damit zu arbeiten. Eine Sache muss einem natürlich bewusst sein, das Objektiv ist wieder komplett manuell, wie fast alle anderen Valimax Objektive auch. Bis auf das neue 50mm Objektiv mit Autofokus. Das heißt, ihr müsst hier auch die Blende manuell einstellen, den Fokus und ihr habt keinerlei Verbindung zur Kamera. Und ich muss leider sagen, so einen Bildstabilisator hätte ich sehr gerne bei so einem 85mm Objektiv gesehen, denn es ist schon sehr, sehr schwer, damit aus der Hand gut zu filmen. Ich habe vor einiger Zeit dieses Beautiful Vienna Video hochgeladen, was auch komplett mit diesem Objektiv hier gefilmt worden ist. Da könnt ihr euch nochmal so ein bisschen besseres Bild von dieser Qualität machen mit dem Objektiv. Ich muss aber sagen, dass jeder Shot in der Post-Production stabilisiert worden ist oder mit einer Super Slow Motion verwendet worden ist. Ohne digitale Stabilisierung kann man hiermit aus der Hand eigentlich nicht mehr filmen. Das muss einem bewusst sein, wenn man sich dieses Objektiv hier zulegt zum Filmen. Wenn man jetzt aber so eine Stabilisierung benutzt und einigermaßen gut Freihand filmen kann, kann man hiermit extrem schöne Ergebnisse erzielen. Gerade das Bokeh hat mich sehr umgehauen bei dem Objektiv, ist auch wieder butterweich und auch die Farben, die dieses Objektiv produziert, lassen sich definitiv sehen. Fotos, die mit diesem Objektiv hier gemacht worden sind, habe ich euch wieder auf meinen Blog hochgeladen, habe ich euch unten verlinkt. Einen großen Nachteil hat dieses Objektiv leider, und zwar ist es die Naheinstellgrenze von 1 Meter und 10 cm. Das ist mir persönlich leider so ein bisschen zu weit weg. Es gibt andere 85mm Objektive, die können bei 80 cm scharf stellen oder bei 1 Meter. 1,10 Meter sind schon relativ knapp. Für Porträts ist das kein Problem, da ist man in der Regel noch weiter weg als 1,10 Meter. Aber wer so ein bisschen im Makrobereich fotografieren will, dem kann ich dieses Objektiv hier leider nicht empfehlen. Für meine Einsatzzwecke ist dieses Objektiv hier aber perfekt. Wie gesagt, ich werde es hauptsächlich auf Events verwenden und da ist die Naheinstellgrenze jetzt kein Problem. Die Schärfe ist auf einem sehr guten Niveau, das Objektiv ist sehr lichtstark mit einer Blende von 1,4 bzw. T1.5 und ja, alles in allem ist das ein sehr gutes Objektiv. Ich hoffe, dass der Fokusring dann beim nächsten Exemplar, was ich jetzt hier habe, gut sein wird und dann behalte ich das Objektiv auf jeden Fall. Falls ihr eine Alternative mit Autofokus sucht, könntet ihr euch mal das Objektiv von Canon angucken, das 85mm mit 1,8er Blende. Kostet ungefähr genauso viel, hat aber eben eine halbe Blendenstufe weniger Licht. So, das war's schon wieder mit diesem relativ kurzen Review. Wenn ihr noch Fragen zu dem Objektiv habt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.